Hallo, meine Lieben. Ja, heute geht's an die Wochendeko. Ich bin sehr spät dran, ich weiß. Es ist schon Mittwoch. Und ja, aber wir machen sie natürlich trotzdem noch. Und dieses Mal möchte ich gerne eine Doppelseite gestalten, denn ich habe eine Idee. Ich möchte gerne ein mediterranes, oder besser gesagt, ein Unterwasserflair machen. Und dazu brauche ich erstmal meine Wochentage. Genau. Die machen wir als erstes mal. Und zwar brauche ich dazu Kreise. Genau. Ich brauche Kreise. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der ist zu groß. Dann nehmen wir das hier. Ja, dazu nehmt ihr, wie ihr seht, irgendetwas, wo ihr Kreise mit machen könnt. Wir brauchen 7 Stück, denn in diese Kreise kommen die Wochentage. Genau. So, die Kalenderwoche. Und dann machen wir uns unsere Kreise. Machen wir hier einfach so, ja, wie eine Spiegelung rein, denn es sollen ja Luftblasen. Das soll ja Luftblasen darstellen. Uns die Wochentage rein. So, und jetzt habe ich mir ein Stempelset rausgesucht. Und zwar dieses. Und da möchte ich aber nur die Fische benutzen. Genau. Weil die sind schön klein und eventuell benutze ich die. Luftblasen, genau. Und dazu möchte ich und stempeln werde ich das Ganze mit den Oxidstempelkissen. Und zwar in verschiedenen Blautönen. Genau. Obwohl die Fische, die dürfen ja ruhig auch ein bisschen farbig sein. Die Schildkröten machen wir dann grün und den Fisch in pink zum Beispiel. Ja, ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ich habe sie auch noch gar nicht benutzt. Ich habe einmal kurz getestet und das hat überhaupt nicht funktioniert, muss ich zugeben. Ja, da muss ich wohl noch ein bisschen üben. So, dann packe ich mir hier den Fischi drauf. Aber ich glaube, das Stempeln werde ich gerade noch so hinbekommen. Dann. Genau. Stempeln wir uns einfach hier.
Und damit ist meine Wochendeko auch schon wieder fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt wieder Lust, das nachzumachen. Und ihr habt gesehen, es ging wieder richtig schnell. Einfach ein bisschen gestempelt und ein bisschen gemalt. Und schon hat man wieder eine wunderschöne Wochendeko. Damit verabschiede ich mich, ihr Lieben. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und eine tolle Restwoche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.